Heute Teil 2 zu den Strategien gegen Prüfungsangst. Dafür viel Spaß in diesem Video. Der nächste Punkt der Strategien gegen Prüfungsangst ist Lernen in einer Gruppe. Hört sich auch wieder so an, als ob das nicht gegen Prüfungsangst helfen würde. Tut's aber doch. Warum? Weil erstens mal könnt ihr euch in der Gruppe gegenseitig motivieren, wirklich nochmal einen Tacken mehr zu tun. Wenn man alleine lernt, ist es häufig so, dass man eine kleine 5-Minuten-Pause machen will, einen rauchen, einen Kaffee trinken, Facebook gucken, wie auch immer. Und da werden aus einer 5-Minuten-Pause sehr schnell eine 30-Minuten-Pause. Bei einer Lerngemeinschaft wird das weniger passieren, einfach weil ihr euch gegenseitig anstacheln könnt, nochmal einen Tacken mehr zu tun. Ist sehr, sehr wirkungsvoll. Und wie im ersten Video schon gesagt, eine der Strategien gegen Prüfungsangst ist Routine, dass man sich wirklich ordentlich vorbereitet und die Aufgaben macht, anstatt sie vor sich herzuschieben. Ansonsten noch ein kleiner Praxistipp fürs Lernen in der Gruppe. Wenn du merkst, jemand hat Probleme, jemand kommt nicht so richtig weiter, motiviere ihn durch Lob oder sie durch Lob, ist klar. Und sag, was sie gut gemacht hat. Und dann wirst du merken, dass das Gruppenmitglied auch wirklich motivierter ist, mehr rangeht. Und das ist eben der Vorteil beim Lernen in der Gruppe. Man kann sich wirklich gegenseitig motivieren. Ist ganz, ganz wichtig. Auf meinem Blog findest du zum Beispiel auch noch einen Artikel zur steuerlichen Absetzbarkeit von Lerngemeinschaften. Wenn du eine Lerngemeinschaft hattest und bist zu einem Klassenkamerad oder Klassenkameradin gefragt, kannst du das steuerlich geltend machen. Und den Link zum entsprechenden Artikel findest du dann, wie gesagt, auf dem Blog. Alles, was du fürchten musst, ist die Furcht selbst oder kein Übel ist so groß wie die Angst davor. Das solltest du dir merken und überleg mal, wie viele Prüfungen du in deinem Leben schon erfolgreich hinter dich gebracht hast. Möglicherweise Führerscheinprüfungen, Berufsausbildungsprüfungen, wirklich schwere Klausuren. Da gibt es sehr, sehr viel, was du schon geschafft hast und diese Prüfungen hast du bestanden und du kannst auch die folgenden Prüfungen bestehen. Ein Freund von mir hat mal gesagt zum Universitätsstudium, es ist schwer, aber machbar und deswegen kann ich dir immer nur empfehlen, greif an, kümmere dich um deine Aufgaben, erledige sie. Und ich habe ja in meiner Weiterbildung selber 2 Fünfen geschrieben, trotzdem habe ich abgeschlossen und deswegen, wenn mal eine Note unterm Strich dabei ist, du schreibst eine 5 oder eine 6, dann ist es eben so, man kann es nicht ändern, aber wenn du dich insgesamt anstrengst, dann wirst du auch die Weiterbildung bestehen, da bin ich mir sicher. Was hilft also gegen Prüfungsangst? Erstmal eine gute Vorbereitung, Lernen in der Gruppe und so, dass man sich wirklich um seine Aufgaben kümmert. Ja, gehen wir davon aus, du hast mal eine Klausur nicht bestanden. Was gibt Schlimmeres als eine nicht bestandene Prüfung? Einiges. Es ist eben so im Leben, dass nicht immer alles so klappt, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Vielleicht musst du dich einfach mal selber hinterfragen, hast du wirklich genug getan? Hast du dich vorbereitet? Oder hast du deine Aufgaben schleifen lassen? Und stellenweise ist es einfach so, dass einem bestimmte Fächer nicht liegen. Das geht mir so wie jedem anderen. Und da musst du eben zusehen, dass du dich irgendwie durchschleifst, auch wenn es keinen Spaß macht, wenn es frustrierend ist. Seh zu, im Zweifel wird einer von 5 Zwischenzeugnis geduldet. Sollte man vermeiden, aber wenn es so ist, dann kann man es eben nicht ändern. Jeder Mensch hat Schwächen und deswegen gibt es andere Fächer, mit denen man das ausgleichen kann. Blackout in der Prüfung, Master Reset. Alles, was du gelernt hast, ist weg. Du weißt nichts mehr. Was kannst du machen? Wichtig ist, finde selber erstmal zur Ruhe zurück. Leg deine Hand auf den Bauch, atme 5 Sekunden ein und 10 Sekunden aus. Das hilft dir nochmal zur inneren Ruhe zurückzufinden. Anschließend guckst du dir dein Klausurblatt an und fängst erstmal mit der Aufgabe an, die du kannst, die dir am leichtesten erscheint. Dann ist es wichtig, das Rad erstmal ins Rollen zu bringen. Ob sich ja schnell oder langsam dreht, ist erstmal zweitrangig, sondern du musst einfach beginnen. Das, was dir leicht fällt, mach das zuerst und löst diese Aufgaben. Dann wirst du merken, es kommt langsam alles wieder, was du gelernt hast und du wirst die Klausur einigermaßen packen. Das wäre so mein Tipp, wenn du wirklich alles vergessen hast, was du gelernt hast. Das hilft, versuch's, hoffentlich musst du es gar nicht versuchen, weil du keinen Blackout hast, aber sowas kann eben vorkommen. Ja, ansonsten wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei diesem Video
Und wir sehen uns beim nächsten Mal.